Einen guten Abend. Ich freue mich, dass wir wieder darin hier sind und in der Gemeinschaft, wenn ihr Gott sein Wort, dann könnt ihr jedem vom Herzen willkommen. Wir haben gestern das Thema betrachtet, fromm oder wahre Geboren. Wir sagen einen Mann in der Bibel, Cornelius, in Apostelgeschichte Kapitel 10, er hat ein sehr gutes Leben. Ich glaube, wenn wir so ein Mensch bei uns in der Gemeinde wurden gehört haben, sage ich immer, er würde sterben sein. Ich würde den Menschen da drum gesagt haben, das Mann ist im Himmel. Ich würde eine Freude gehabt, am zu begraben, sicher meine, von meiner Seite war es sein, dass das Mann leben, das so wie alle gelebt haben. Aber danach weiß uns die Bibel, dass das Mann, er hat nicht Jesus. Er will nicht wahr geboren und er braucht dort, dass er auch einmal diese frohe Botschaft hören kann. Petrus muss nach seinem Haus gehen und er wird geschickt von der Engel durch Hahn. Ein Engel kommt nach Cornelius und der sieht ihn dort, der hat immer Petrus holen lassen. Als Petrus dann dahin kommt, und dann erklärt er ihm die Kreuzigung, dass Jesus für unsere Sünde gestorben wird und dass der im Tod von Jesus Christus eine Vergebung von der Sünde wird für alle Menschen. Und während Petrus diese Familie von Cornelius dort erklären wird, dann dankt er dort auf, dass sie sich bekehren können. Sie nahmen das im Glauben an. Heu auch sein ganzes Haus. Dass ja Sünde frei zu sein, dort allein in Jesus Christus ist die Vergebung. Und dort, wer wir sind, wo wir gelebt haben, wo wenn wir nicht Jesus kommen, durchkriegen wir die Vergebung. Von daher, weil wir das Thema haben, ich habe das Thema so genannt, wir wollen noch mal in der Halle sein. Ich wünsche einmal, dass das Thema in der Bibel nicht geben wird, aber das jaftet. Und Jesus hat viel über dort geredet, er hat Menschen immer wieder gewarnt. Und da werden wir auch über dort von der predigen, und checken, was sagt die Bibel da eben. Weil wir leben in einer Zeit von der, wo viele Menschen behaupten, dass es nicht eine Halt geben wird. Und dass es vielleicht nicht so schlimm wird, sondern wann es der Halt noch geben wird. Die Jehova-Zeugen, die bei uns rum sind, die bekennen ganz all, dass es ja eine Halt wird sein, aber da kann sein, dass es 3D sein. Kreuz ist Jesus 3D im Grauf und dann abstunden dort. So wird das auch eine Strophe sein für die Menschen, die nicht geglaubt haben. Und nur dem dann können sie auch warten, wenn irgendwo sein würde, wenn was schön gehen. Die Bibel lehrt das nicht so. Und wenn es das wichtig ist, dass wir uns das einmal verführen dürfen, was sagt Jesus selbst über die Ewigkeit in der Hall? Wie wird das sein? Und das ist für uns durchgeschrieben, damit wir uns selber prüfen können, habe ich eine Entscheidung getroffen für Jesus, wenn nicht, dann erst mein Eng, kriegt du, wo Jesus von reden wird, wie furchtbar das wird sein, in der Halt zu sein. Und ich will, aber dass alle Menschen geraten wurden, und zu dieser Erkenntnis kommen, wir können frei werden durch Jesus, und da wir nicht Angst haben, wann wir sterben, dass wir dann werden verloren sein, sondern wir können sicher sein, dass wir dann werden bei Jesus sein. Wie wird das nochmal in der Halt sein? Ich weiß das nicht, wie das du wird sein. Aber Jesus selbst hat immer wieder Ausdrücke gebraucht in der Bibel und ich will kraftlos lesen und uns einmal dort mit verführen, was Jesus selber sagen wird. Und das erste Mal, wir einmal wollten, was Jesus selbst sagen wird, dass er der Heil wirklich geben wird. In Matthäus Kapitel 5, 29 und 30 will ich lesen. Ich will meine Bibelstelle lesen von der zu uns, weil ich will einfach kraftlos wieder sagen, was Jesus selber sagen wird in der Bibel. Matthäus Kapitel 5, 29 und 30. Der sagt, für 40 über den rechten Jude der Sinn, dann riet er rüht und schmiedet von die Wach, will er das beter, dass ein von den Glieder verdorben wird, dass nicht der ganze Körper in der Hall geschmieden wird. So hier möchte ich, was Jesus sagen wird. Jesus will nicht haben, dass ich soll mir das Jude rüht nehmen. Ich soll mir meine Jude entfernen, wann meine Jude mit der Sinn leiden. Ich glaube nicht, dass dort, was Jesus hier meint, was er hier sagen will. Aber was Jesus hier sagen will, er sagt dort erst beter, dort noch zu dönen in der Stadt in der Halle zu gehen. Weil der Halle, das wird schrecklich sein. Wir lernen von Tüss, dass wir dürfen das Wort zweimal brücken, schrecklich nicht. Dort wird bloß der Halle. Und hier redet Jesus von selber, dass er erst beter, wenn wir würden Deule von uns Körper verlieren, aber dass wir nicht würden nur der Halle gehen. Und hier können wir klar sein, dass er der Halt geben wird. Jesus selber sagt dort. Er sagt, 14 den nächsten Vers 30, Mäste zählt ihr. Er sagt, für 40 über die erreichte Hunde des Sinn, dann hakt er auf und schmied er von die Wach. Dort ist beter, dass du ein von deinen Glieder verdorben wird und nicht der ganze Körper in der Halt geschmieden wird. Wahrer sagt er diesen Ausdruck, wenn unser Hund anständig den Sinn verleiden wird,
dann ist der Peter wie heute in China hängt nicht. Und er steht da, wie wurde nur der Hall gehen. Und was Jesus jemand dort sein will, ist, wie grausam dort wird sein, verloren zu sein. Wie schrecklich dort wird sein, wenn ein Mensch ohne Jesus Christus von dieser Erde schäden wird. Und er sagt, es wird besser sein, wenn wir Däule nicht hören in unseren Körper, aber dann leben wir in Gerat sein. Matthäus Kapitel 10, 28. Er sagt, verschend nicht für diejenigen, die in dem Körper durchmerken können, aber die Säule können sie nicht durchmerken. Verschend aber viel mehr für den, der den Körper in Säule verdorben kann und hat. Hier redet Jesus dreimal diese Wieder an und heute hat mehrere Städten von Hall reden, aber bloß einmal da wieder weiter, der Hall jaftet. Jesus selber sagt, wem zu fürchten ist, und dort ist arm. Wir sollen arm fürchten, wir sollen nicht Menschen fürchten. Wir sollen nicht Angst haben, was würden meine Eltern sein, wenn ich mich betieren will. Wir sollen nicht Angst haben, was wird da sein, oder mein Partner sein, oder was wird meine Familie tun, oder was wird unsere Kinder sein. Oder was wird mir dann passieren mit meinem Lohn, was ich mir gerade gekauft habe? Oder was wird passieren, dass das Haus, was ich noch nicht betont habe? Das sind so viele Dinge, die uns hier in Tree holen. Und Jesus sagt, verschen nicht für die Dinge. Die Dinge, die hier in aller Blüste des Eid. Verschen lieber für den, der die Macht hat, Säul in Körper zu verdorben in Hall. Und dort ist Christus. Wenn wir immer waren für Jesus kommen, und wir waren in diesem Eid hier ans Leben nicht haben, diese Entscheidung getroffen, dann sagt Hebräer Kapitel 10, 31 dort, dann wird das schrecklich sein. Schrecklich wird das sein in der Hänge von dem lebenden Gott voll. Erbarmungslos, lebendig ist, wie von dir sind, so wo wir dann noch am Stunden und wir wurden krank, so ewig getrennt sind, verloren in der Halle. Und du, wenn der Jesus krank geworden, er sagt, hab nicht Angst für die Dinge, die diese Tiki hören. Dass die auf einmal beste Dinge waren verspielen auf dieser Erde, sondern Färchen viel mehr für dem, der Bauer ans Ess. Und wenn wir dort genauso tun, wenn wir dann morgen durch diesen Ohren vom Nähen, dass wir haben diese Dinge nicht so klar im Leben, dann werden wir unsere Färchen einmal, was hier rum ans Ess, vielleicht ans Ende Fleisch, werden wir die einmal loslassen. Und wenn wir in Demut nach Jesus gehen, er wird uns vergeben, er wird uns ewig Leben schenken, und dann haben wir nichts mehr zu fürchten. Dann wollt wir dort, dort das Leben nur her, wenn ich hier da sehe, dann wollte ich für ewig glücklich sein, wie mit dem Vater im Himmel. Und ich wünsche dort für mich, ich wünsche dort für uns rein alle, dort wie diese Entscheidung und die trafen Hand, und wer nicht dort, wie die dann diesem Abend trafen tun. Dann sagt Jesus uns wieder, würdet du dann was sein in der Halle? In Matthäus Kapitel 28, Matthäus Kapitel 18, Vers 8. Er redete, war er dem ähnlich, aber nun fangte er an, ein Betenmeier und du tot zu sein. Er sagt, wann über deine Hand oder dein Feld, die dir den Sinn verfehlen wird, dann hakt er auf und schmied er von dir, will er das beten, dass du Lohme aus dem krepeltem Leben nennen jetzt, als dass du wirst zwei Hänger und zwei Feut haben und du wirst in das Eiwe vier nennen dir schmieden. Hier fangt er an, von zu reden, würdest du was sein? Ihr sagt, dass er der Hall geben wird, und er sagt er selber, dass er das beten, wir verlieren ab dieser Erde rein alles, aber wir kommen in den Himmel und es steht hier, Dinge zu beholen und wir wollen im Feuer brennen, Herr Luther. In der Halle wird das Feuer sein. Und wir wissen alle, was Feuer dort hier ab diesem Leben hier all. Wir kennen hier all, was Feuer ist. Ich gehe davon aus, wenn die Bibel sagt, dass dort wird Feuer sein, da wird ein anderes Feuer sein, da wird ein Bild noch abkommen, aber da wird schrecklich sein. Wenn wir bloß denken an das Vier, was wir hier kennen auf dieser Erde, ich denke immer an die Frühjahr, da soll ja viel in den Ofen schaffen oder in den Berg schaffen. Wenn die das Brot rausnehmen in den Berg und die schieren kleine Päschen wo an. Uns braucht keiner sein, nimm deine Hand weich. Das ist in einem Augenblick, dann ist unsere Hand weich. Weil wir möchten nichts da an schieren irgendwo. Oder wenn wir als Männer in den Schmied schaffen, wir haben vielleicht in Isar Taub gebräust oder wir haben in Isar geschnitten. Wie weit ein ganz Krieg, du lohnt sich nicht Hand zu füttern, du lohnt sich nicht Bauf rum zu gehen. Wie zwar an so einem kleinen Päschen glaubt, noch mal in den Schoden an Schaden dort. Wie sind bereit, alles loszulassen und da kleine Stecke glaubt, weil wir die Rüte haben. Wie lohnt das so ja wei. Ich habe vor Jahren in den Schmied geschaut, wenn einer irgendwo in Isar ausschnitten dort, und der Fall auf einmal so naht, ein roter Kugel in den Schoden an. Das ist so ja wei, wenn das brennt.
Das ist bloß ein kalter Vergleich für dort, was der Ewigkeit wird sein. Jesus sagt, so wird es sein, wenn Menschen verloren gehen. Da wird vier sein, da wird mit sehr, sehr großer Weide verbunden sein. Wir lesen dort in Matthäus Kapitel 25, 41. Wie Jesus immer war, seine Wirt kreit brücken dort. 25, 41 in Matthäus. Dann wo ich sein, zu dir, wo an der linken Seite sind, gut von mir wach, die verfluchten in das ewige Feuer, dass der Reue merkt, dass für den Teufel und seine Engel. Wahrer brücke Jesus das Wort, die Menschen, die waren dann fern am Kommen, die Jesus nicht angenommen haben, ab dieser Erde, sagt, dann wo ich dir ernst sein, gut von mir, die verfluchten in das Feuer. Wahrer brücke Jesus, kriegt das Wort, dass du Wort vier sind. Na gleich, wenn wir uns das von dir immer verstahlen, wir kennen gar nicht wirklich, aber wenn wir dort uns hier irdisch verstahlen, bloß mal im vier Salz nennen gehen, von der, wenn der irgendwo wird brennen, dort. Kein Mensch ist heute fair. Kein Mensch will nicht mal dich beisennen. Bitte holt er als sehr, sehr kalt, dann geht man nach dem Bett nieder. Aber sonst will kein Mensch dich beisennen. Und hier ist die Antwort von Jesus selbst. Menschen, die nicht waren, arm der Unerkennung gejagt haben, die wählen sich der Ewigkeit im vier zu sein. Und ich sage, ich werde dort dann sein. Nicht hier gehen. Und für jene steht erst das vier. Und du werdet Jesus ans Kreuz warnen und sagen, nehmt jene Lebens ernst. Kommt nur mir. Hei will uns frei merken. Hei will uns vergeben. Hei will uns das eigene Leben schenken. Das ganz umsonst, das wir dort haben. Kein Mensch braucht du herangehen, dass wir waren mit dem vier sind. Sondern der Leib Jesu Christi, der ist so groß, das sagt uns in Johannes 3, 16. Gott hat diese Welt so sehr geläuft, dass er ihm bastet geben dort, dass keiner nicht durch verloren gehen. Als nächstes, wenn wir dann lesen in Matthäus Kapitel 8, Vers 12, dann beschreibt Jesus das nächste Wort, du wirst sein. Matthäus 8, Vers 12. Er sagt, über die Kinder von der Dreck, die wurden rückgeschmitten in der äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Das nächste wird du was sein, das wird der Stock düster sein. Äußerste Finsternis wird wie sein, das ist eine dicke Düsternis. Eine Düsternis wird wir hier nicht haben, ob das ihr. Und auch gerade habe ich nicht begriffen, wenn Jesus sagt, du wird vier sein, aber du wird gering und düster sein. Diese zwei Dinge passen noch ans Verstand nicht auf. Du musst weit wieder die Worte anders sein, als was wir von dir getan haben. Und ich stelle mir vor, das wird noch viel grausamer sein, als was wir auf dieser Erde überhaupt getan haben. Und wenn Jesus sagt, die äußerste Finsternis, dann gehe ich davon aus, dass eine dicke Düsternis ist. Eine dicke Düsternis ist, wenn wir Lichter ausmerken können. Und wir setzen Stütze im Düsteren. Normalerweise haben wir dann immer noch so einen, wenn wir sie nicht tun. Aber wenn die äußerste Finsternis ist, dann kannst du nicht mehr sein. Du kannst nicht sein, wenn du deine Hand ganz dicht beim Öl vorbeitragen darfst, weil du es nicht mehr zu sein. Und das ist, was Jesus hier sagt. Er sagt, die Kinder von der Dreck, der meint, die, wenn die Arme hier nicht waren angenommen haben, die sollen rückgeschmitten in die dicke Düsternis nennen. Das wird so furchtbar sein. Und wenn der Jesus uns warnen, kriegst du es selber nicht herangehen. Wir lesen dann der zweite Part von dem Vers, wo Jesus dann sagt, würde du was sagen. Er sagt, du wirst ein Heulen und Zähne klappern sein. Ein Heulen, da wird ein Schreien sein. Ein Heulen ist auch ein Jühlen gemeint. Ein Jühlen ist mehr gemeint als bloß Rohren. Das ist wie Tan, von der aus Menschen rohren dürfen. Ich weiß nicht, wer das von Jüdmo belebt hat, wann Tieren haben in Angst zu schreien. Wenn ein Pferd in Angst schrien, der schreit ganz anders als normal. Wenn ein Hund in Angst schrien, der schreit ganz anders als normal. Wenn ein Mensch in Angst schrien, der schreit ganz anders als was er normal schrien. Und dort wird was hier gebraucht. Jesus sagt, du wirst ein Geschrech sein, mit Angst, aber nie mehr ein Treibweich. Dann müssen wir uns gleich immer feststellen, ein Heulen, das wird so furchtbar sein. Und du wirst, sagt Jesus, sie erkrank auf diese Erde gekommen. Ich habe für alle Menschen diese Strophe betont, diesen Sinn, was wir hier tun haben. Der hat Jesus alle betont für uns, um Tri zu Golgatha, damit ich und du nicht darfst, du hingehen. Kein Mensch hat Gott, der Hall, das nicht gemerkt für kein Mensch nicht. Sondern der Mensch wählt sich selber diesen Weg. Uns ist das Feierstalt in der Bibel, dort wir kennen die Rat worden durch Jesus Christus. Und wenn wir diese Rat nicht annehmen, wenn wir uns selbst zu schuld sind oder zu stolz sind, dann wird es die Weg sein, wo wir dann hingehen.
getrennt von Gott, im Fiernen, in der Düsternis nennen, wo in Angst geschreckt wird, sein, von einer Ewigkeit zu der anderen Ewigkeit, sagt uns die Bibel. Als nächstes lesen wir dann, mit Jesus sein, das wird er zu was sein. Das ist in Lukas, Kapitel 16, Vers 24. Das ist du, wo er verteilt hat von den Rikamon. Das sagt, das Rikamon heraubt dann und sieht, Vater Abraham, erbarm dich doch über mich und schick Lazarus, dort hat seine Spätz von den Fingern Wut andocken dat, in meine Tung einmal teilen dat, wie ich echte Pein lieden in diese Flom. Pein hat auch mit Weide zu tun. Pein hat auch zu tun mit peinlich, mit Schon lieden. Beide Dinge sind hier erwähnt. In Pein ist eine Weide, ich vergleiche das immer mit Tenerieting. Wann wir mal, wo wir die Tänen richtig schauen, der wird so ja schlimm ist, das sind die ständige Humor in unserem Körper, in unseren Knöcheln, dass das wei und wei und wei, das geht niemals ab mit wei dann. Du hast das Wort Pein gebraucht. Und das Mann sagt, das wo ich nicht sehe. Ich sehe hier eine Flamme und ich sehe einen Pein ben. Ich komme nicht mehr davon weg. Und ich sage nach jedem Rot, alle Mögliche, wofür haben wir keine Halbe mehr nicht. Und Jesus sagt das selber, hier in seinem Wort wird er du was sagen. Als nächstes soll wir von diesem Mann, was er noch sagen wird, in Lukas Kapitel 16, 23. Das sagt, als er nur im Dauderich wie in seine Ehe abhauf und in diese Quallbahn wie, dann sagt er Abraham von wieder auf und Lazarus in seine Schaut. Der Hall, da wird eine Quall sein. Eine Quall ist, wenn ein Vier angepisst wird. Ich glaube, wenn wir mal Kohle angesteckt haben, oder die haben vielleicht mal irgendeinen Isaprof, heute zu merken mit einem Torch, mit einem Oxygen, ich weiß nicht, wie jeder sagt, du hast die Wind bei. Und der Wind, der hat immer anpüsten, und da bleibt dir viel heute und Wort viel heute, wenn Wind du bei ist. Von dort kommt das Wort her Qual. Da wird eine Qual sein, wo du ständig qualen wird, wo immer am Heizen geholen wird. Und Jesus sagt, so wird das sein. Und das Mond erkannt hat, und abbesteht, woher wir, dass wir in dieser Qual bannen wir. Dann habe ich hier ein paar Punkte becheckt. Einmal, Jesus sagt, der Hall, der ist Realität, der ist wirklich, der jaftet. Jesus selber sagt und warnt uns dafür, Gott du nicht haben, sondern wir können den Weg entschlohen von der und Golgatha. Wir können Jesus kommen im Gebet und ganz umsonst, der wir dort haben, wenn wir Jesus im Glauben annehmen, wo wir frie Sprüche kriegen von dit direkt, von der Hall. Und dann sagt Jesus uns, du wirst viel sein, du wirst düster sein, du wirst ein Heulen sein, ein Angstgeschrei, und ja, weil dir Pein, und das wird immer angefochten, angepüßt worden, du wirst eine Qual sein. Und dann kommt das Nächste. Und dort stahlt mir immer so viel, man noch der ganz schrecklichste sein. Kein Raub halt dann, wo Meier wird. Jesus hielt die Menschen niemals Meier. Für ewig und ewig und ewig und ewig, immer und immer war ich, niemals mehr hier die Welt. Dort muss das Schrecklichste sein. Gott hat uns gemerkt, die Gemeinschaft, und hier schlägt Gemeinschaft auf. Niemals mehr, niemals mehr, kann ein Mensch einmal eine Gemeinschaft haben, niemals mehr. Wenn wir uns tun lassen, dann sollen wir uns wirklich auf ihr uns die Frau stellen. Sie erkreut, wenn Jesus wird kommen. Wir lesen dort in der Bibel, in Lukas Kapitel 16, 26. Das Rekamon will so jeden haben. Halt doch. Behalte, was der Pfarrer sagen wird. 26 sage, in diesem Allen ist zwischen uns und Jünd eine große Kluft fast gemerkt. Dort da, wenn wir von hier eine Jünd herangehen wollen, dort nicht kennen, und auch da werden von dort hier noch ans Eva kommen, nicht kennen. Das dürfte kein Wachmeier. Die Menschen, wenn sie im Himmel sind, sind für ewig glücklich. Die Menschen, wenn sie verloren gehen, sind ewig krank durch. Du gehst nicht mehr eine Kommunikation haben und drehen. Kein Mensch kann durchhören oder von hier durchhören. Beide Seiten sind aufgeschlossen für ewig. Jesus redet wieder in Psalm Kapitel 18, Vers 42, will ich lesen. In Psalm Kapitel 18, Vers 42. Du sagst dort, sei Raupen
aber du als Zeun halber für den Herrn in Heu und Wut ernt nicht. Die Menschen waren rufen, das Rick am Ohren hat die Zeuer rufen. Wo wird Jesus, was Zeuen und Wut mal geben? Die Menschen haben die sich entschädigt, du zu sein. Und da wird das Schrecklichste sein. Einmal diese große Not, einmal im Fieren, in der Düsternis, aber das Schlimmste wird sein für ewig von der Gemeinschaft auf die Schlotten. Wir lesen dort in Jeremia, Kapitel 11, Vers 11. Jeremia 11, Vers 11. Da sagt, du wenn seid, sagt der Herr, ich will ein Augleck über entgehen lassen, dass sie nicht wollen in den Stich kommen können. Und wenn sie wollen noch nur mich schreien, ich will es nicht mehr hören. So wird es in der Hals sein. Die Menschen, die wollen schreien, wir haben dort gelesen, da wird in Angst geraubt sein, von einer Ewigkeit nach der anderen. Aber Jesus sagt, ich will es nicht mehr hören. Die Gnadentät ist vorbei. Genauso als dort wir, wie es Noah in der Arche gehen dort. Wir tanen der Geschichte. Ich komme dort zur Verstall, wie es Noah in der Arche ben, was die war sein. In der Rehen hat angefangen, die Menschen haben dort gesäunen. Wo viele Menschen waren, um die Halbkosten gegangen sind, und die waren gebrallt haben. Alles, was sie entwirrt wären. Aber wir keine Antwort mehr verernt. Als dort wurde, was sie in Hecher gekommen, wir waren sie noch mit starken und Steine angeknallt, und sie waren gebrallt, haben alles, was sie können. Aber wir keine Antwort mehr. Als dort wurde, über die Bäume ging, sie waren noch auf der höchsten Bäume gekrochen sind, so lang nach an der Hand geraubt, gebrallt und gewäfelt. Aber alles zu laut wird, wir keine Antwort mehr. Und ich sage, so wird das sein. So sind wir zu der Zeit von Noah. Kriegst du, was das sein, wenn er wird wahrkommen. Die Menschen, wenn sie reut sind, die werden mitgehen. Die Menschen, wenn sie nicht entschädigt haben für Jesus, ewig zu laut, der ist toll. Dann habt kein Ropen mehr. Und die Bibel sagt uns dort hier, die Menschen wollen schreien, aber es wird keine Antwort mehr sein. Und dann lesen wir in Kapitel, Matthäus Kapitel 18, Vers 8, da sagt Jesus, immer war er, nur jeder Satz, ewig. Ewig wird er zu dort blieben. Das Wort ewig habe ich gar nicht mit unserem Verstand begriffen. Immer war er, sagt Jesus dort, Matthäus Kapitel 25, 41, er sagt, ewig. Offenbarung Kapitel 20, Vers 10, er sagt, ewig. Ewig getragen von der Gemeinschaft von Menschen, ewig getragen von der Gemeinschaft mit Gott. Nie mehr, die hat eine Antwort für uns. Dann habe ich verstanden, wann Jesus sagt, die Bibel und sagt in Johannes 3, 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ich habe diese Leute Christi nicht sperren von der Antwort. Und Jesus sagt, komm doch nur mit. Alles, was du brauchst, ist mit deinem Sündeleben schenken. Dein ganz verbrücktes Leben mir geben. Und ich will dir nie ein Wort geben. Ich will dir erfüllen mit dem Helden Jesus. Ich will nicht haben, dass du wirst nach dieser Stadt kommen, wo du wirst ewig zu los sein und dir Tränen von der Gemeinschaft mit mir. Jesus will uns in der Gemeinschaft mit ihm haben, dort ist ein ganz geratet Anliegen. Du wirst kommen auf diese Erde, er starb für unsere Sinn, damit er kann durch eine ganz frei nach ihm kommen, und sonst ja wieder ewig Leben haben, und sonst ja wie für ewig glücklich sein. Weil wir diese Einladung von Jesus nicht lassen, bei uns vorbeigehen. Wir lesen dann, wie Jesus dort hört, und brechen, dort wie sie auf diese Erde wird. Matthäus Kapitel 9 saßen dadurch, da sagt Jesus diese Menschen, dann steht geschrieben, Jesus jammert dort, weil die Menschen, die werden so verstreut, aus dem Herd schub ohne Hort. Er sagt, Daniel, die Menschen, jeder einer hat ein bisschen denken, lob mich doch, ich will die doch loten, red mich nicht an, ich will die nicht anreden, die glauben so, ich glaube so. Und Jesus schickt sich das Ganze so an und am jammert dort über die Menschen. Er sagt, dass wo ihr das haben mit den Menschen, die ich gemerkt habe, umsonst können sie das haben. Umsonst, wo ich entdeckt, alle Leben, die wir leben, und diese Menschen gehen ehren weich. Dann lesen wir dort in Lukas Kapitel 19, 41, wo Jesus dann langsam nieder kommen wird nach der Stadt. Und er schickt sie über die Stadt, Eva. Und dann steht geschrieben, Jesus wird heilen. Er sagt, er sieht diese Menschen und er fängt an zu heilen.
Vers 42, dann sagt er, wann wir ins Kreuz du, wann wir ins Kreuz du dort erkannt hast, wollte deine Radung deinen Dad. Liebe Versammlung, Thomas Liebers, kann es sein, dass Jesus von dir auch zu jüng sein wird? Wann wir ins Kreuz du von dir dort erkannt hast, wollte deine Radung deinen. Jesus Christus als der Radar. Er ist für uns gekommen, er will uns erlösen. Wir dürfen bloß einmal teilgeben zu einem Herr Jesus, ich sehe ein sündiger Mensch. Wirst du mir bitte vergeben? Ich will von dir eine ganze Klarheit merken, die ich will dein Kind sein. Ich nehme die an aus meinem Radar, was dir ganz umsonst schenkt uns dort. Aber so viele Menschen, die fürchten sich selber, die fürchten den Nächsten, die fürchten alle und andere Sachen, und die gehen einfach wieder mit erleben. Bitte, der du dort von dir auch nicht so, wenn du Jesus nicht haben lässt. Sieh doch einmal so gut zu dir und sag, Jesus, ich will mich mit dir anfangen, weil ich will nicht verloren gehen. Und denk dir an, wenn der Luther hier war zurückgegangen und du hast nicht eine Entscheidung getroffen, Jesus wird du wieder der Stunde, er wird heilen über dich. Genauso ist er über diese Stadt dort. Er sagt, die Menschen, die gingen bei ihm vorbei, einer oder der andere, und die wollen ihn gar nicht. Wo er nur Schlechtes getan hat, wo er keine Verschmiedungen gegeben hat, niemals half und keinem Wort. Ich kann dir, wie keiner mit einem schlimmsten Sünde leben, einmal beschuldigt rollen. Er sagt, komm, ich habe dir alle vergeben. Komm, ich kann dir, wie wir ein Taub für immer glücklich sein. Das ist der Leib Christi an uns. Und du wirst dir so warnen, dass wir sollen nicht diese Entscheidung treffen und wir wollen auf einmal in den Hall gehen. Vielleicht denkt ihr als junge Tinger, als junge Scharler, ich sehe noch lange nicht alt. Aber denkt ihr an morgen, kann ich hier vielleicht auch nicht mehr sein. Seid ihr sicher, wo ihr seid, wenn Jesus kommt? Weil ihr nicht sicher seid, die möchten auf einmal, ich möchte aber auch eine Entscheidung treffen, dann dauert von dir. Bei uns wie ein ganz junger Junge auf der Kolonie. Er sagt, ich will noch gleich. Wir dürfen am Einladen zu einer Versammlung Kreuzes, wie hier sind. Er sagt, no, am Janker dort nicht. Er ist niemals mehr zu einer Versammlung zu kommen. Er fuhr mit Matura zu einem Bogen und wir aber stehen dort. Gott ist recht über arm, wie nicht. Wo wann sind Jungen auf einmal nicht worden über Jesus sein? Wir würden sind jung, sich nicht wünschen, wenn ich von dir könnte über den Thomas Liebers auf der Bank setzen, bloß nach 10 Sekunden, ich würde Fuß ausdrücken und Jesus, ich nehme die an. Ein anderer Jung, er war weich, sein Vater hat ihm gewarnt, er soll nicht weich fahren. Du Hahn, wo er fuhr, weil er viel trinkt, ich würde angehen, er fährt und kommt zweimal mehr drei. Fällt man sich mit Turat an und in der Ewigkeit wieder. Gott ist rechter über dort. Wir möchten einmal weiter ans Leben haben keine Garantie, dass ich und du morgen noch waren hier sein. Wir haben keine Garantie, dass wir noch einmal waren, dass ich diese Dieren durchgehen kann, haben drei. Irgendwann ist unsere Stunde um und Jesus sagt so, nicht sagen wir mal, hast du eine Entscheidung für mich getroffen? Und wenn wir dann nicht waren, haben, dort wird schrecklich sein. Wir wollen diese Entscheidung von unserem Herrn Jesus treffen. Wie Leute, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir das tun. Ich sage immer, Himmel und Hall, die sind bloß 20 Zoll unten ein. Und viele Menschen sagen, na, woher willst du dort? Weil in Jesaja Kapitel 29, 13, du sagst Jesaja, und Gott sagt, der Jesaja, das Volk, das irrt mich mit ihren Lippen, aber er hört es wieder auch von mir. Das sind ungefähr 20 Zoll. Wir können hier mit möglich an leicht Menschen belehren. Wir können unseren eigenen Partner belehren. Wir können unsere Kinder verlehren. Wir können den Pastor verlehren. Wir können sagen, du, ich sehe in Ordnung. Aber wie steht das wirklich bei unserem Hort? Denk einmal darüber nur. Du selbst weißt ganz genau, wer bei dir im Hort stunde. Jeder Mensch weiß das. Habe ich zufrieden mit Jesus oder nicht? Habe ich auf einmal bloß Wort, was ich für Jahre vielleicht einmal gesagt habe? Oder ist mein Hort wirklich in der Gemeinschaft mit Jesus? Wenn wir immer morgen ans Hort ist du nicht so locker, ans Hort haben wir Furcht, du hast Angst, dann werden wir doch nach Jesus kommen. Werden wir unsere Sachen in Ordnung bringen. Ich war nie für jeden von meinen Brüdern, der gestorben ist. Er füllt mich an, er gab mir einen Kuss, er wird von Treff ganz zwei, seine Kopf wie alle zwei.
sind Knöcken hier wie weich und er sieht die Barknöcken. Er checkt so scharf dich und er sagt, Messbild. Dann wo ich bei Jesus sein. Da kommt so eine Freude, dass er dem Hort wei, weil er wie mein Bruder. Aber er ging nicht hüst, da wird er sich so sicher. Dann eine Zeit lang Lothar dann wie, ich hab Schneues besiegt, Barbe, meine älteste Schwester. Sie wie voller Treff, sie hat eine Knirkes, sie hat er ein Bein aufgenommen. Dann hab einmal, wie gesagt, besiegt er im Bad, beten dort mit ihr Taub. Los, sagt Johannes Kapitel 14. Ich sag, schick mal hier, sagt er. In meinem Vater sind höchstens viele Wohnungen. Wir brauchen uns heute nicht in Angst haben. Ich sag, Schwester, wie geht die dort? Du dort bernen. Sagst du, du bernen habe ich Fried. Du bernen habe ich Jesus. Ich sag, da freut mich. Ich sag, bitterlich geht ihr Schleich. Sie hat so eine säugerte Weide, sie konnten er mäßig betäuben. Immer war er, sagt sie, awoi. Aber einmal fuhr sie mir am Arm. Dann sagt sie, dann kostet das zu sagen. Ich sagte, no. Sagt sie, Timo, du bist ein Engel. Die haben gerötet mit dem Bad. Ich sagte, er sagt, wenn die wollen die Nummer rufen, wenn die was hier in Anna, ich sagte, dann ran. Ich sagte, wir wollen die Säure vermissen. Aber ich sagte, ich kann die dort, ran mit. Dafür ging eine Stunde nach diesem Tüß. Glücklich bei Jesus. Was für ein Unterscheid, wenn Menschen Jesus haben. Ich möchte es von dir auch ganz umhört leihen. Wir werden uns nicht selber enttäuschen. Sondern Jesus ist kreigt, wenn der ihr sagt, hier haben wir gekommen auf diese Erde, für uns sind die Menschen zu sterben, dass wir können gerad sein. Wir können am umsonst annehmen im Gebet und können ein Leben führen, was am verherrlichen wird. Johannes 3, 16. Dann sagt er zu Jesaja, Kapitel 53. Ich will diesen paar Versen hier einmal lesen. Ein Text saß. Jesaja 53. Die erste Vers, der Prediger, also ich nehme an, Jesaja sieht ein Bett verklauen, er sagt, er beklauen, er sagt, wer läuft an der Predigt, oder wem ist der Arm von dem Herrn oben bei geworden? Er kommt ab, Herr uns, es ist ein Utlot, es ist eine Wartlöte, ein Dreh in Erdbottom. Er hat keine Gestalt, er hat auch keine Scheinheit nicht. Wir sagen ihm, aber er wird keine Gestalt nicht, was uns gefallen deut. Er wird der Allerverachteste, der Anwertvollste, voller Weide und Krankheit. Er wird so verachtet, dass die Menschen er ungesagt für ihn verstärken deuten. Du weinst, haben wir ihn für nichts geachtet. Aber in Wahrheit, er drückt unsere Krankheit, er lädt auf sich unsere Weide. Wie überhält er ihn von dem, der dir geplagt und von Gott geschlagen und gequält wird? Aber er ist, wenn unsere Sünden halben verwund und wenn unsere Sünden halben verschlagen, der Strafe lag auf ihm. Damit wir keinen Frieden haben. Und er ist seine Wunde, sei wie geheult. Wir gingen alle auf den Erweißen Schub. Und jeder checkt bloß auf seinen Weg, aber der Herr schmeißt all unsere Sünden ab Arm. Das ist, was Jesus für uns tut. Jesus wird so verschlauen, durch und durch zwei. Wie es die Menschen an seinen, die um Kreuz hängen, die können du nicht handchecken, so ehrlich sagt er. Sie hielten sich ihre Gesichter zu, weil sie können dort nicht an sein, was mit einem passieren wird. Und hier steht die Bibel, dort habe ich ein Du getan. Die Bibel sagt uns, dort haben unsere Sünden getan. Ich und Du haben geschrien, kreuzige in kreuzige. Wenn wir sagen, ich habe dort nicht getan, dann werden wir uns einmal fragen, warum muss Jesus diese Krone auf dem Kopf, all diese Specker schauen? Hat ich und du einmal bloß verhindert gedacht? Habe ich und du einmal bloß reinert gedacht? Nee, wir haben nicht. Und wenn wir am diese Krone auf dem Kopf gesagt, wenn wir am auf dem Kopf geschlagen, will unsere schwindsche Gedanken werden, oder du? Warum da ist am mit dem Ruhe am Gesicht schlagen und schwielen? Habe ich einmal dort gecheckt, was der Gott wird? Haben unsere Ehren einmal bloß nach dort gesehen, was Gott ihr bringen wird? Nee, der hat nicht. Der Struf muss er haben. Er muss auf den Müll schlauen, für all unsere Schonbare wird, was wir gesagt haben. Dann deuten sie am der Hängt vermerken. Haben unsere Hängt einmal bloß dort Gott getan. Tja, wie für der für Jesus sein, meine Hängt sind drin. Aber dort wird an mich selbst angeht, meine Nächsten, meine Finanzen. Sind unsere Hängt drin? Ich glaube, wir müssen sagen, nee. Die sind nicht einmal drin gewasst. Und Jesus kriegt den Struf dafür. Ich kriege das in der Feind. Wo ist er alle weh? Wo ist er wie alle weh gegangen?
Sei wie einmal abwehrigen, wo Gott ihr bringen deut. Wir machen sein, nee, wir sind nicht. Ja, das ist richtig Strophe. Am Wort ohne Sied, aufgespeckt. Die Beschreibung sagen, wer Doktor schon wird studieren, da sagt die Beschreibung, sagt daran Blut und Wut erhöht. Wenn ein Mensch sterben wird, dann wird Rammen hart kommen, da sammelt sich das letzte Wut von einem Menschen, der Blut. Auch dort lädt Jesus nach alle erhöht. Warum? Weil am Wort nicht gespeckt, warum hart, weil auch unsere Plätze ihr danken, was keine andere nicht anweiten wird, die müssen auch nach alle betont. Alles hat der Herr Jesus betont. Und von der möchte er bloß einmal diese Antwort haben von uns. Willst du das annehmen? Willst du mich annehmen? Ich habe rein alles getan, da fehlt nichts. Du kannst ewige Rat sein. Weil wir diese Ratung nicht lassen vorbeigehen. Jesaja 53 sagt uns dort, Gott schmeut unsere Sünden alle dann ab. Und da ist seine Wunden, sehr wie eine Heilige geworden. Wie können wir das auf ihr Leben haben? Dort ist herrlich. Dort ist das Beste, was wir ein Mensch beleben können, was wir beleben können. Ich denke einmal so hier in Johannes Kapitel 17, 24, wo Jesus sagt, der Vater, ich will, dass die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Jesus, der zu beten, er sagt, Vater, ich möchte, dass die Menschen bei mir sind, die du mir gegeben hast. Dann sagt er, ich möchte meine Herrlichkeit wissen. Jesus hat so ein Verlangen, den Menschen triebesiegt zu haben. Er möchte, dass jeder Mensch geraten wird und er will uns seine Herrlichkeit wissen. Ich kann immer so ein Bild im Kopf, wenn mein Tod einmal wird kommen, dann wird er eine andere sieht, was der Herr Jesus sagt. Und er wird mir eine Hand füttern und dann wird er sagen, Donald, komm, nun will wir ran. Nun will ich die dort wissen, was ich gerade gemerkt habe. Oh, wird er so herrlich sein. Und das werden wir ganz umsonst haben, weil wir dort nicht lassen an uns vorbeigehen. Ich teile ein paar Zeugnisse mit von meinen einen Geschwister. Ich will ein Zeugnis mitteilen, was im Prediger von der Stets mitteilen dort. Und dort ist nicht so fein. Er sagt, hey, wir als kleiner Jung abgewachsen, auch ein bisschen an einem Darb, da wir in der Nahte Stadt noch mal gewasst. Dann fährt er immer mit einem Besselchen nach der Tschork. Dann wieder da ein Nuber vorbeifahren dort, der hat immer gesagt, der Kopf schenkt Gott. Und der hat ihm immer ausgelacht. Als kleiner Junge hat er sich nach dem Mähmärchen zu der Tschork gefahren. Und dann sagte er zu seinen Eltern, er wollte einen Block am Raum fahren, dass er nicht vorbeifahren braucht. Und die Zeit vergeht, er wird alle, er ist im Glauben, er wird als Prediger. Und dann einmal trägt er dort hier, und der Mann ist im Hospital und der ist krank. Der wird wahrscheinlich nicht mehr überleben. Und dann geht er daheim, diesen Mann zu besiegen, aber der will alle zu Lot. Wie sie herankommen, der hat ihn gefragt, dann sagt er, ja, der ist du in der Stuhl, aber das hält er nicht mehr. Er geht nach Bad in der Stuhl, bennen, dann sind acht Doktor schramm am der Höhle am Dohlenbad und er schreit, alles, was er schreien kann, nehmt mich doch aus dem Vierhüt. Nehmt mich doch aus dem Vierhüt. Und so geht er wach in der Ewigkeit. Das ganze Leben hat er immer gesagt, das jaft kein Gott, das ist nicht so. Und du musst dort beleben, was die Bibel sagt. All hier auf dieser Erde können dort erfahren, leben dich in der Hall und sie jinken in der Ewigkeit. Was sagt er, ich will nicht bloß das verteilen. Dann verteilt er auch ein Zeugnis von seiner Oma. Sagt er, wie ganz alt, ganz schwach. Der Chant Jesus soll über die Jahre. Sagt er, noch heute besieht er, ihr seht, ein Hospitalbad, der hat nichts mehr erkannt, reicht nichts. Und einmal hat der Chant gesagt, dort über Dach. Und dann hat er zu ihr gesagt, Oma, dass ich hier düster bin. Die hat bloß in der Nacht lässt sie gedacht. Dann hat sie war, gesagt, dort über Dach. Dann sieht er, dann hat er knirkt den Arm so abgehoben. Dann hat sie ihm gesagt, schick mal, den du tschanet. Dann hat sie so ihr Fuß, als wenn sie wem honorieren will. Dann hat sie abgerecht im Bad, was sie glücklich gesehen hat, und wir drehen plumpst, dann wird sie dort. Jesus hat er geholt. Ich konnte beisetzen, ein Mann, der schrie und ging in der Ewigkeit. Meine Oma, die schickt freundlich von Uhr zu Uhr, sagt er, wo er nicht mehr ewig geblieben wäre, wo man einmal konnte sie dem sagen, dem kann ich. Sie nimmt ihn bei der Hand und geht nach Hause. Gar nicht für viele Jahre, drei, wie bei uns, ein Mädchen, man gespannt, ja, sie hat schrie. Und sie war allein im Hospital, ihre Familie konnte nicht beisetzen. Ich kam den Doktor und er fragte, sie war 12 Jahre alt,
Wat essen die Bären im Jahr? Du bist hier allein und du bist schaftig von zu morgens bis zu uns, von einer Zeit nach der anderen Zeit. Dein Leben kann irgendwann ausschlüten und du bist immer schaftig. Wat merkt diese glücklich sein? Dann sagt das Mädchen, tja, ich denken, wie sie klein wären. Dass die mal spazieren fuhren, die wären vielleicht nur der Nobersch oder Wiederwache fahren und die wären der Ende schlupp als nahe Kind. Der ältere Handchen abgelotet, hat ein Hüschen gefahren und am nächsten Tag wirkt sie ab und sie badet Hüs. Ja, yes, sagt der Doktor, da kann ich mir denken. Dann sagt sie, so ist das mit mir. Ich habe Jesus und wenn ich hier wo anschluppen, dann wollte ich dem Papa seinen Schritt abweichen Hüs. Das ist, woran ich so glücklich sehe. Meine Frau von der und uns alle, liebe Versammlung, wo wirst du abweichen, wenn du wirst anschluppen? Bist du die Sache, die du bei Jesus arbeiten? Von der ersten Gelegenheit, diese Entscheidung zu treffen, wann bin ich hart? Und wenn die noch jungscher, junge Tinger sind, wenn die diese Entscheidung noch nie getroffen hat, von der ersten beste Gelegenheit, trefft eine Entscheidung für Jesus. Wenn die dann wollen danach anschlupfen und die wollen auf einmal sterben im Bad, dann wollen die bei Jesus auf der Schuld abwarten. Glücklich für alle Ewigkeit. Weil wir diesen Gedanken mitnehmen, als wir stunden zum Beten. Lass uns abstunden.